große Trauer um Bo Hopkins. Der US-Schauspieler ist am Samstag, 28. Mai 2022, im Alter von 80 Jahren verstorben. Mehr als 50 Jahre stand er vor zahlreichen Filmkameras. Jetzt ist Schauspiellegende Bo Hopkins im Alter von 80 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht bestätigt seine Frau Sian gegenüber The Hollywood Reporter. Bo Hopkins, die Hollywood-Legende, ist tot. Demnach habe der Bo Hopkins Anfang Mai einen Herzinfarkt erlitten. Am 28. Mai schloss er in einem Krankenhaus in Van Nuys, einem Stadtteil von Los Angeles, für immer die Augen. Bekannt war er vor allem für seine Rollen in Hollywood-Klassikern wie The Wild Bunch oder American Graffiti. Auf der Website des US-Schauspielers heißt es in einer Erklärung: Bo liebte es, von seinen Fans auf der ganzen Welt zu hören, und obwohl er in den letzten Jahren nicht auf jede E-Mail antworten konnte, hat er es sehr geschätzt, von jedem Einzelnen von euch zu hören. Vom Schurken zum Helden. Seit den 60er Jahren drehte Bo Hopkins große Blockbuster. Einen Namen machte er sich vor allem durch Rollen als Bösewicht. Etwa in The Wild Bunch. Sie kannten kein Gesetz 1969, Getaway 1972, American Graffiti 1973, Der Tiger hetzt die Meute 1973 oder 12 Uhr nachts, Midnight Express 1978. Weitere Bekanntheit erlangte er aber auch durch die Rolle des Sheriffs in Quentin Tarantinos 59, From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money 1999. Darüber hinaus war er in den Serien Der Denver Clan, Das A-Team, Drei Engel für Charlie und Mord ist ihr Hobby zu sehen. Zuletzt verkörperte er im Netflix-Drama Hillbilly Elegy 2020 an der Seite von Glenn Close, 75, eine Nebenrolle.